Hallo Herr Reichelt, ich habe jetzt hier die Diskussion des paritätischen Dienstes und da geht es um Erziehung. Erziehung ist aber keine Pädagogik. Es sind Teilaspekte einer pädagogischen Schule, sind aber keine. Eine Erziehung ist ein geradliniger Weg einer Erziehungsstruktur, da wo man hin soll. Eine Pädagogik hingegen ist eine andere Struktur, da wo man bleiben soll. Jetzt höre ich mir das an, wie Kita-Kinder mit sexueller Identität interpretiert werden. Das ist eigentlich etwas, was hier diese Alicia Joe auch erzählt, nur über den pädagogischen Weg. Da geht es um die Berufswahl. Jetzt geht man in einen Kindergarten und sagt, du hast da jetzt deine Jacke mit einer Garderobe mit einem Maikäfer drauf. Der nächste hat aber ein Polizeiauto oder ein Feuerwehrauto oder, keine Ahnung, ein anderes Symbol. Sie lernen ja nach Symbolen, so wie jeder andere auch. Selbst in Geldautomaten sieht man nach Symbolen. Und diese Kinder werden jetzt irgendwie dahingehend quasi migriert oder migrieren, die im Grunde genommen später eine Berufswahl ausüben sollen aufgrund von irgendwelchen geschlechterspezifischen berufstheologischen Verbänden, die der Meinung sind, dass Frauen nicht in Handwerksberufen untergebracht werden sollen, dass Frauen nicht in der Lage sind, eigene Häuser zu bauen, dass das Männer machen müssen. Und das wird dann so weiter fortgeführt. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich höre euch einfach nicht mehr zu. Das ist das, was dann irgendwie in dieser ganzen Bims-Bams-Bums-Geschichte vom Bundestag als Sonderfall deklariert wird. Man zerstört echt Genies damit, ne? Es ist wirklich wahr. Es gibt Erziehungsstrukturen von Elternverbänden, die sagen, mein Kind muss aber das werden. Da gibt es keinen dazwischen. Das ist der straighte, aufrechte Gang sozusagen einer harten erzieherischen Linie. Aufgrund von Familie, aufgrund von, keine Ahnung, Tradition. Und dann gibt es die pädagogischen Wege, die sagen, ein Beruf passt sich der Umgebung an und dann wechselt man. Die sogenannten Switcher. Also man switcht, man wechselt, man muss wechseln, man muss ständig in der Veränderung leben, da die Veränderung eine Lernfähigkeit zum Ziel setzt, immer wieder Dinge neu erlernen zu müssen. Das kann den Bildungsgrad erhöhen, es kann den aber auch erniedrigen, in der Form, dass im Grunde genommen vom Wissensstand und der IQ ablesbare Quotient der nachfragenden Arbeitsproduktion entweder A eingeschränkt wird oder gefördert wird. Was man auch so Förderung nennt. Jetzt sind wir mal beim Sonderfall. In dieser Sachlage, ich sage ja mal Sachlage, ein Sonderfall juristisch. Sind einfach Ausnahmeregelungen in einem Zivilrecht, die als Sondervermögen auf irgendeinem Fonds
Jetzt gebe ich mal das Wort Sondervermögen. Das sind mal Klassenteilungen. Und da hat man dann wieder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzanlagen und so weiter. Also ein Investment. Man nimmt ein Kind und jetzt kommt das Kind in den Kindergarten und sagt, ich will aber keinen Marienkäfer. Ich will meine Jacke nicht bei Marienkäfern aufhängen. Ich möchte lieber meine Jacke an einem Postauto aufhängen. Und nach strikten Anweisungen an der Erziehung gibt es eigentlich so kaum noch, wird kaum noch vertreten in ganzen Lehrerverbänden, da man ja wechseln kann von einem Postauto meinetwegen zu einem Flugzeugpiloten. Oder zu, keine Ahnung, was man auch immer werden will. Vielleicht zum Bauarbeiter. Warum das jetzt männlich und weiblich eingeteilt wird und warum ein Hase kein Hase ist, aber in anderen traditionellen Geistesformen schon, ist es halt so, dass im Grunde genommen vorgeschrieben wird, wie viele Prozente man eigentlich an Frauenquoten oder Frauenanteile in so und so vielen Berufen haben sollte. Ja, Voletariat kann man jetzt mal vergessen, das wären dann ja so diese ganzen diakonischen Einrichtungen wie Priester, Pastorenamt, Lektorenamt bis in Staatsbibliotheken und ach, hast du nicht gesehen. So, und ja, das sind dann so die Gründe, warum ich eigentlich mit Kindern gar nicht über Sexualität rede, weil ich gar keinen Sinn darin sehe. Ich aber beschnitten wurde aufgrund der Sachlage von Einsamkeit, Isolation, juristischen Auswertungen anderer Einrichtungsteilnehmer oder Gegner und zum anderen deswegen, dass hier ein Kindergarten ist, eine Grundschule und eine weiterführende Schule und ein Abenteuerspielplatz. Und deswegen sollte ich mich plötzlich, ganz, ganz plötzlich, nachdem ich aber eigentlich schon mit meiner Familie gar nichts mehr zu tun hatte, also ne, die 9,5 Jahre lange Beziehung mit einer Frau, oh Gott, und einem Kind, die sind mittlerweile, also die Tochter ist mittlerweile erwachsen und kann selber entscheiden, was sie will, hoffe ich, wenn nicht irgendwie so eine Diskussion geführt werden. Wo ich dann irgendwie manchmal denke, es kann ja nicht mal angehen, das noch als Pandemie dann irgendwie zu deklarieren. So, das war jetzt, Sie müssen wissen, wie es jetzt mit Kita-Kindern über sexuelle Identität gesprochen werden soll. Ich möchte mit Kita-Kindern nicht über sexuelle Identität sprechen, denn mich geht das Thema gar nichts an. Ich weiß nicht, mich haben die hier völlig rein verfrachtet, mit der Hoffnung wahrscheinlich, dass ich irgendwie dann mal ein Kind kriegen werde, mit Gewalt oder ohne. Das ist ja völlig egal. Und ich stehe jetzt irgendwie da und denke mir so, Alter, dafür diesen ganzen Reibach, Alter, dafür, dass so viel Maulwurfgift hier rübergescheppert wurde, da denkt man jetzt aber auch leider gerade mal nicht an Kinder kriegen, vernünftigerweise, oder?
Das sind so Themen, da sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen und nicht irgendwie über, mich geht die Sexualität von Kindern nichts an. Also, nur weil jemand ein Junge ist, kann er ja irgendwie, weiß ja auch nicht, kann er ja trotzdem einen Frauenberuf machen. Oder weil irgendwie eine Frau oder also weiß ich nicht, trotzdem kann eine Frau irgendwie im Hoch- und Tiefbau arbeiten, meinetwegen. Ihr nimmt die Lernziele schon vorweg. Nach Statistiken, nach dem Statistischen Bundesamt. So und so viele Frauen dürfen nur untergebracht werden und so und so viele Männer berufen und anderweitig. Das ist aber eigentlich etwas, was in der SPD-Satzung steht und nicht unbedingt, sagen wir mal, in einer Innung selbst. Das ist so wie mit den Behinderten. So und so viele Behinderte dürfen dann irgendwie auf dem freien Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen für den und den Lohn. Oder sie werden nach Quartalen eingesetzt oder sie werden, keine Ahnung. Und könnt ihr euch ja mal Gedanken drüber machen. Also ich mache mir, ich weiß nicht, ich finde die Diskussion unnötig. Ich meine, hört doch mal rein da bei Herrn Reichelt und bei Alicia Joe. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ob man einen Erziehungsstatus hat in einer Bildungseinrichtung oder einen pädagogischen. Eine Pädagogik, das ist wie mit dem Baum. Das ist jetzt so eine, da wachsen mal wieder Giftäpfel, der ragt irgendwie zu einem kleinen Kindergarten drüber. Ein Erzieher würde diesen Baum einfach absägen, komme was wolle. Oder ich würde versuchen, in meinem Fall den Baum gerade zu rücken und die Äste unten abzusägen. Und Pädagoge würde sagen, na, es ist nicht so schlimm, dass der Baum da drüber wächst, sondern ist eben halt das Kind leider krank oder tot. Das nennt man Pädagogik, weil man dem Kind ja gesagt hat, das darfst du nicht essen, das sollst du nicht machen. Hör auf damit. Dass deine Tochter genau so erzieht. Man kann an diesen Eltern perfekt ablesen, was diese Leute aus unserer Gesellschaft machen wollen. Schauen Sie sich mit Ihren eigenen Augen an. Nova ist fast 4 und wächst nicht als Mädchen oder Junge auf. Sie dürfen uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleiten. Sie dürfen Ja. alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova? Rot. Das heißt, das biologische Geschlecht spielt für Novas Aufwachsen eigentlich gar keine Rolle. Und sogar den eigenen Namen hat sich Nova selbst ausgesucht. Wir projizieren weniger ein Bild halt, wo ist mein Sohn, meine Tochter, mein nicht binäres Kind, sondern wir sehen vielmehr den Menschen. Wir sehen unser Kind weniger als Sohn oder Tochter oder nicht binäres Kind, sondern als Mensch. Das würde es alle anderen Eltern nicht tun. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Lernziele. Jedes Kind lernt in der eigentlichen, ich schiebe euch den Abakus bald wieder zurück, Alter, ihr mit euren komischen Kugeln. Er lernt in jeder Grundschule eine gewisse Anzahl von Mengenlehren. Jedes Kind lernt in der Grundschule über gewisse Arbeitsblätter Deutsch und Mathematik. Oder meinetwegen Englisch. Nur wie die Blätter aufgeteilt werden, liegt an den Bildungseinrichtungen selber. Eine staatliche geförderte Schule hätte zum Beispiel diesen Baum, der über einen Kindergarten wächst, mit Äpfeln, die giftig sind, schon längst abgesägt. Das nennt man Strukturplanung. Ein Pädagoge, obwohl er nicht. Der hätte die vielleicht immer wieder eingesammelt und hätte sich den Rücken krumm gearbeitet und hätte wahrscheinlich am Ende vielleicht
20% mehr Rentenpunkte bekommen, um ein bisschen mehr Gehalt zu haben, als ein staatlich geförderter Facharbeiter, der einfach nur den Baum absägt. Zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Ist leider ein reales Beispiel, ist aber eins. Ja, Herr Reichelt, irgendwie ecken wir immer aneinander. Sie erklärt das jetzt auf einer anderen Ebene, bleibt aber das Gleiche, weil es da wieder um die Berufsfindung in der Zukunft geht. Andere wollen als Kind immer Schauspieler werden. Schauspieler sind sie alle, weil sie ja immer da besonders gut künsteln können, wenn sie sich irgendwie rausreden müssen bei richtigen Belangen. Sagen wir das mal so. Die in jeder Studie und in jedem Artikel XY% weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen. Aber wie viel weniger denn eigentlich genau? Wie groß ist diese ominöse Lücke wirklich, wenn man in jedem Artikel was anderes liest? Um dieses Thema für mich persönlich und für euch abzuhaken, will ich in diesem Video mal analysieren, wo genau denn dieser Gender Pay Gap wirklich liegt. Jetzt versteht aber ein zweijähriges Kind oder ein dreijähriges Kind nichts von Bildung, was sie ja gerade erst erschaffen. Genau wie die Zahlen und Daten sind und ob, Achtung, der Gender Pay Gap 2023 vielleicht gar nicht mehr existiert. Ich meine, wir haben doch mittlerweile Onlyfans, wo sich einige Frauen regelrecht dumm und dämlich verdienen. Spätestens das müsste die Lohnlücke doch eigentlich mal geschlossen haben. Bevor wir... Ja. So. Deep diven kommen wir aber nochmal einmal eben zum Sponsor des heutigen Videos. Wo wir beim Thema Finanzen sind, möchte ich dir heute eine richtig coole kostenlose App vorstellen. Vielleicht kennst du das, du hast ein Girokonto, eine Kreditkarte, ein paar Aktien im Depot, noch ein anderes Girokonto und vielleicht sogar eine Kryptobörse. Das kann schon mal ziemlich unübersichtlich werden. Mit Hilfe von Finanzguru kannst du diese Dinge perfekt über... Und deren Werbung. So, jetzt gehen wir mal wieder in den Kindergarten. Andere Kindergärten oder Gärten arbeiten gar nicht mit Symbolen. Die schreiben gleich den Namen drauf, auf die Garderobe. Dann heißt das, da ist der Leonie oder da ist die Anna oder da ist die Steffi und da ist der Klaus. Wegen Persönlichkeitsmerkmalen. So. Noch was? Warum man eine Tochter oder einen Sohn nicht als Menschen sehen kann, bleibt das Geheimnis dieser Eltern. Und es wird noch besser, schauen Sie. Wir hatten nur mal einen geschlechtsneutralen ersten Namen gegeben und einen zweiten geschlechtsspezifischen. Und dann aber halt eigentlich so drei Varianten irgendwie, so Nova, Noah, Nora. Mhm. So einfach immer mal abgewechselt. Und am Anfang hat Nova dann Nono gesagt, weil es halt einfach alles nicht ging. Dann haben wir es auch teilweise benommen. Mhm. Aber genau, dann haben wir nochmal gedacht, okay, aber vielleicht ist es nicht genau das, weil es, nur weil es jetzt Sprache ist.
Gehst du jetzt mal mit deiner Werbung bitte woanders lang, danke. Finja und Jule haben Nova also verschiedene Varianten von Novas Passnamen zur Auswahl angeboten. Und dann hat Nova selbst entschieden. Weil wir noch was mit Pronomen forschen. So. Jedem das Seine. Über Sexualität mit kleinen Kindern rede ich nicht. Habe ich gar keine Lust zu. Ich bin ja auch irgendwie erwachsen genug und werde mich auch weiterhin nicht mit nur, weil ich ein bisexueller Mensch bin, also Männer und Frauen, gleichermaßen im Sexualkontakt hatte. Also habe ich habe ja gar keinen mehr. Das haben sie ja schon geschafft. Werde ich definitiv mich nicht rechtfertigen müssen, warum ich als Frau keine Kleider bevorzuge, sondern lieber Hose und Pullover trage oder mich anderweitig auf Bildungsniveaus herablasse, einer, sagen wir mal, lernzielfördernden Maßnahme der unterschiedlichen Mode, Design-Labels aufgrund von gehst du bitte mit deiner Werbung mal woanders lang, Struktur, weil es nicht wichtig ist. Es ist einfach nicht wichtig. Ja, ich empfinde es nicht für wichtig, Frauen einreden zu wollen, die müssen das, das oder das tragen, und Männer ja auch nicht, um irgendwie ein Prädikat darzustellen. Wollen wir jetzt nochmal, komm, wir sind ja alle so bewandert. Ach, ein Examen gibt's auch drauf. Ist ja ein Ding. Prädikate sind Teilaspekte der Sozionomie. Oder Sozioökologie. Oder Anamnesen? Du bist doch ein Mädchen. Ziehst du jetzt bitte mal Kleid an? Ich habe keine Lust. Deswegen nerven sie mit solchen Themen. Nur damit, ich kann da nicht mitreden. Definitiv nicht. Sorry. Bin raus. Tschüss.